Hi Leute und herzlich willkommen. Ich mache jetzt auch mal hier für den Let's Play Kanal ein Special Video. Denn ich gehe immer davon aus oder bin immer davon ausgegangen, dass jeder, der meinen Let's Play Kanal abonniert hat, auch meinen Hauptkanal abonniert hat und dort die Videos verfolgt. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, vielleicht ist das gar nicht so. Es ist durchaus möglich, dass es Leute gibt, die hauptsächlich oder vielleicht sogar in erster Linie die Let's Plays verfolgen wollen und gar nicht so sehr an diesen ganzen Fallout oder Resident Evil Videos auf dem Hauptkanal interessiert sind. Und deswegen lade ich jetzt hier auch mal ein Special Video hoch, ein Infovideo besser gesagt, mit ein paar Infos zu diesem Kanal ganz speziell. Wenn ihr das Infovideo auf dem Hauptkanal schon gesehen habt, dann könnt ihr euch dieses Video jetzt sparen. Ansonsten für alle anderen jetzt nochmal die Informationen, die diesen Kanal betreffen und die Streams betreffen, die ja auf diesem Kanal auch aufgearbeitet werden. Also, kurz gesagt, ab Februar werden die Streams verkürzt zugunsten der Let's Plays. Es wird also weniger gestreamt, dafür werden mehr Let's Plays produziert und selbstverständlich wird sich das auch hier auf dem Kanal abzeichnen. Logisch, weniger Stream-Aufzeichnungen, mehr Let's Play-Aufnahmen, denn ich habe ein paar Umfragen bei euch gemacht in verschiedenen Größen, in verschiedenen Maßstäben, sowohl bei den Patreons als auch auf Discord, als auch auf YouTube. Und was da ganz klar rauskam, ist, dass das Interesse an Let's Plays wesentlich höher ist als das an Streams. Und dass viele die Stream-Aufzeichnungen vor allem auf dem Kanal gar nicht interessieren, während sie gerne wieder mehr Let's Plays sehen würden, wie es früher war. Deswegen schraube ich da auch wieder den Stream-Regler etwas zurück. Das heißt, für alle, die die Streams verfolgen, zur Info, es wird in Zukunft nur noch einen Streamtag geben, an dem die Streams dafür tendenziell länger werden, nicht mehr zwei Streamtage, und das System wird weiterhin im Grunde so funktionieren wie früher, nur dass alle Streams um eine Stunde verkürzt und zusammengelegt werden, also die Dienstag-Streams und die Special-Streams. Das heißt, früher war es so, dass es zum Beispiel in einer Woche ab einem gewissen Meilenstein, der erreicht wurde, einen 4-Stunden Dienstag-Stream und einen 4-Stunden Special-Stream gab. Jetzt gibt es quasi einen 3-Stunden Standard-Stream und wenn das erste Etappenziel erreicht wird Spenden, in Fansupport, dann wird dieser um 3 Stunden erweitert. Das heißt, es gibt quasi tendenziell einen 6-Stunden-Stream, einen 7-Stunden-Stream, einen 8-Stunden-Stream und als letztes großes Ziel bleibt der 24-Stunden-Stream erhalten. Beziehungsweise vielleicht auch 2 12-Stunden-Streams. Ich halte das für eine bessere Lösung eigentlich für alle Beteiligten, sowohl für mich als auch für euch. Aber da bin ich noch am Überlegen. Aber auf jeden Fall, genau, nur noch ein Streamtag pro Woche und insgesamt quasi alles um eine Stunde reduziert im Endeffekt. Also die Standard-Streamzeit beträgt jetzt nur noch 3 Stunden, wird aber durch die Etappenziele verlängert. Genau, und dafür werde ich die Zeit natürlich, die dadurch frei wird, für die Aufnahme von richtigen Let's Plays nutzen. Und somit werden natürlich auch hier auf dem Kanal in Zukunft dann ab, ja, Februar fange ich an mit dem Produzieren, also wahrscheinlich so richtig dann ab März spätestens werden dann hier sehr viel mehr Let's Plays wieder zu sehen sein und sehr viel weniger Stream-Aufzeichnungen. Genau, das war's auch schon wieder mit dem Infovideo. Mehr Let's Plays, weniger Streams. Im Grunde so ein bisschen wie es früher war oder so ein Kompromiss aus 2019 und 2020, so ein bisschen, so halb. Ich hoffe, dass ich damit mit diesem Kompromiss quasi so ziemlich alle ein bisschen glücklich machen kann, dass die Stream-Zuschauer, die gerne die Streams verfolgen, nicht zu sehr an Stream-Entzug leiden müssen, aber dass trotzdem die Let's Play-Zuschauer wieder ihre Dosis Let's Plays kriegen. Nicht mehr ganz wie früher, also 4 Let's Plays pro Tag werde ich nicht mehr zusammenkriegen, aber wie gesagt, so halb vielleicht auf dem Kanal dann. 2 Let's Plays am Tag, 2 Stream-Aufzeichnungen, das peile ich an. Ich hoffe, dass das cool wird. Ja, danke fürs Zusehen und bis bald. Macht's gut. Ciao.